Ein Traum, das ist ein gutes Zeichen, wenn der Fahrlehrer so entspannt ist. Ich bin schneller als er. Ja. Oh, er hat noch ein paar Kumpels dabei, auch okay. An der nächsten Ausfahrt wollen wir die Autobahn verlassen. Das Wichtigste ist jetzt erstmal atmen und nicht paranoia-mäßig hier so schräg reinfahren. Ne? Sondern in Ruhe Spiegel gucken, was hinter dir abgeht. Ich bin mir sicher, wir werden eine Lücke finden. Schon mal anzeigen, was du vorhast. Cool. Ich finde diese Lücke sehr attraktiv. Die hier? Ja. Weil sie eigentlich abbremst, oder? Doch. Das wäre eine gute Idee gewesen. Wenn du willst, kannst du auch die nächste nehmen. Mir egal. Du musst halt nur zusehen, dass du nicht direkt vor dem LKW einschärfst, weil er wird dann kein Fan sein. Nicht zu krass bremsen. Fahr weiter. Seitenblick. Ein bisschen Gas geben jetzt, ne? Sonst kommt der und schiebt. Nice. Bei 300 Metern kannst du anfangen zu blinken. Also kannst du nicht quasi anlassen. Beobachte hinter dir und bleib am Gas, ne? Ja. Gut. Und wollen wir an der nächsten Ampel nach rechts weiterfahren? Auch gut. Ah, wie Anfänger. Richtig geil ist, wenn die im Sommer so Fleischabfälle fahren. Das riecht so unglaublich. Lecker, ne? Ja. Also ich muss echt bei wenig Sachen würgen, aber das ist sowas, wo mein Körper sich auch nicht gegen, also kann ich nichts machen, macht mein Körper einfach Ende der Autobahn. Guck mal, ab hier dürfen wir wieder parken, wenden, Umkehr, rückwärts fahren. Schön. Wirklich. Wirklich. So, was macht meine Super-Uhr hier? Akkuladen. Wie viel Prozent haben wir denn hier? Sieht man das? 90%, ein Traum. One is the loneliest number to ever do. Ja, dann wollen wir auf die A2 Richtung Oberhausen. Ja. Ist so. Ist jetzt hier lang, ne? Wenn du ein bisschen mehr Platz lässt, kannst du es besser sehen. Das gibt's doch gar nicht, eine Fahrschule vor uns. Auch noch unsere Fahrschule. Geh mal, jetzt ziehen wir da ab. Ja, überall unterwegs hier. Frech. Oh, ein Blinker hat sich schon mal angemacht. Das macht schon Sinn. Mach ich doch auch. Ach so. Drück. Ja. Guck, was der Dritte kann. Ich kann ja entscheiden, wann ich überhole oder nicht, ne? Wichtig ist, dass du 130 fährst, ne? Sonst denkt der Prüfer, du kannst das nicht. Ja. Also. Ja. Schön, ne? Mhm. Ja, guck mal, man muss auch mal Glück haben. Und weg ist er. Lünen Süd, verlassen wir die Autobahn. Christoph, der hat auch Sachen im Auto gehabt hier. Guck mal. Wow. Auto muss doch glänzen. Wow. Ein Traum. So. Während du damit abfahren beschäftigt bist, mache ich hier gerade schon. Ein Traum, das ist ein gutes Zeichen. Wenn der Fahrlehrer so entspannt ist. Schön. Gute Idee. Oben biegen wir links ab.
stehen sie hinter uns. Mogeln die sich da so knapp rein. Ich weiß, das ist eine gute Idee, da nicht zu fahren. Also ich habe ein bisschen was gesehen, aber nicht genug. Ja. Also ich schätze deinen Mut, aber lass uns da einfach gemeinsam, bis du 100% safe bist. Ehrlich. Abmahnung ist raus. Relax. Dann fahren wir links weiter. Jahre Westfalenstadion. Da haben sie aber eine Riesenwerbeaktion gestartet hier. Wenn du ein bisschen vorfährst, hast du das Schild nicht im Gesicht. Bin ich alleine drauf gekommen. Wir folgen der Vorfahrtsstraße. Zweite. Zwei. Zählen die, wo wir reinfahren, nie mit, ne? Ne, die ist weg. Also die, die du quasi siehst, wenn du im Kreis bist. Also wenn du jetzt reinfährst, wir fahren die zweite raus, das ist die erste. Here we go. Wenn du magst, schließ ein Tempomat an. Hab ich. Ach, hast du schon. Also wenn du sagst so, yo, ich habe ein Tempomat angeschlossen, also angeschlossen, eingeschaltet. Angeklemmt, ich habe ein Tempomat wieder angeklemmt. Ja. Oh! Oh, ich höre was, was du nicht hörst. Bremse, Bremse! Spiegel gucken. Weiter geht's. Die ziehen durch, ne? Also da musst du, wenn du die hörst, relativ zeitnah reagieren. Im Idealfall Blinker rechts, rechts ranfahren. Na, hast halt Ruhe. Aber Tempomat soll ich immer ankündigen in der Prüfung. Ja, du kannst sagen, halt, ich schalte den Tempomat ein. Dann weiß der Prüfer, aha, du kümmerst dich um die technischen Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug. Wir fahren dann gleich. Nächste Straße rechts. Hier bleiben, ne? Also die Kurve. Nicht so fahren wie der schwedische Kronprinz, sondern einfach ein bisschen auf deiner Seite bleiben. Pass auf, wenn die Schubkarre hier steht. Ne? Nicht, dass da, ja, nicht so aufpassen. Wie kommst du an dem Auto vorbei? Gut. Gut. Guck mal, da lag schon wieder ein Kühlschrank im Graben. Hier, siehst du? Die Leute sind kreativ. Fresh Air gönnen hier. Fresh Air. Ist so. Dass die Sauerstoffgrenze unseres Gehirns schon erreicht ist. Dann fahren wir rechts weiter. Schön die 30-Zone zu Ende da oben. Wow. Das darfst du direkt quasi mit 50 in eine Kurve ballern hier. Ja. Ja, darfst du ja. Ob das Sinn macht, ist jetzt so eine Frage. Such dir eine geeignete Stelle zum Umkehren aus. Ich würde das einfach hier im Kreis fahren. Warum mach das?
Du bist der Boss. Also der Prüfer sagt das genauso wie ich. Schön wäre halt, wenn du rechts oder links nicht in die Straßen fährst. Ne? Weil ansonsten hat sich unser Dialog relativ schnell beendet hier. Gut, war richtig. Bleiben wir neben dem Chevrolet Matiz stehen und parken dahinter. Je langsamer, je besser. Objects in the mirror are closer than they appear. Ja. Vor allen Dingen in der Karre. Denk dran, wir haben Zeit beim Parken. Ne? Ich mach mal hier den Farbfernseher wieder aus. Regnet sogar ein bisschen rein. Ich glaube, es ist wie bei den Jedi. Du weißt alles, was du wissen musst, junger Padawan. Ja. S-Linien fahren. Mhm. Warum machen wir das? Aber starte ich dann jetzt von hier oder soll ich nochmal vor? Wie du willst. Ich glaube, du weißt alles, was du wissen musst. Mhm. Wir haben richtig respektlosen Blick kassiert von der Oma. Je mehr du kurbelst, je einfacher und je schneller funktioniert das. Kann ich jetzt hier einfach auch wieder nach vorne und dann? Ich kann deine persönlichen Fähigkeiten nicht beurteilen. Das musst du entscheiden, was du machst und was du nicht. Ich gucke aus dem Fenster, gucke mir die Straßenlaternen hier an und denk so, wow, dritter Gang. Ja, rasier mir nur nicht die Felge, mein Freund. Fertig? Dann musst du immer dem Prüfer sagen, ja, ich so, würde ich stehen bleiben. Dann macht er die Tür auf und sagt, ja, das gefällt mir sehr gut, wenn es die Verkehrslage zulässt, wollen wir uns wieder in den fließenden Verkehr einordnen. Nicht vorwärts, wir schieben den Matiz nicht weg. Ich weiß, das wäre physisch möglich, aber immer umdrehen, ne? Zum Prüfer gucken, einmal Auge zu kneifen und dann geht's weiter. Gönn dir immer ordentlich Abstand, wenn du hier rausfährst, ne? Mach da nicht so eine prickelige Nummer raus. Dann fahren wir geradeaus. Dieser Huckel wird deutlich unterschätzt. You know what I mean? Das Fahrschule, natürlich ist das Fahrschule. Was soll das denn sein? Meint ihr, wir sind besoffen oder was? Kein Mensch fährt hier so langsam. Aber du machst das natürlich genau richtig, verkehrsberuhigter Bereich. Und jetzt einfach Außenspiegel, Innenspiegel gucken. Die ganze Zeit wie ein Wahnsinniger. Mhm. Weil ja, du jetzt hier so langsam fährst. Ne? Theoretisch müssten Fahrräder auch so langsam fahren, aber das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, tun sie ja nicht. Die ballern hier an dir vorbei und da will der Prüfer, dass du halt guckst, dass du das rechtzeitig siehst. Schulterblicke so schön hier vorbeifahren wieder. Ein Traum. Hm. Und ich sag, die überholt eiskalt rechts. Guck mal, wie sie vorbeizieht. Zack. Noch die Blümchen am Lenkrad hier. Fertig. Wir biegen auch rechts ab übrigens. Am Ende links. Stehen bleiben. Okay. Zeig ihm, dass du stehen bleibst, sonst rafft er es nicht. Denn? Lichthupe. Also kann ich ihm einfach Lichthupe geben? Ja. Ah, guck mal her.
verzichte deutlich mit Kopfnicken auf seine Vorfahrt. Danke, ja, mein Traum. Du kannst ihm Lichthupe geben, also den Blinker zu dir ziehen. Mach nochmal einen Test. Ja. Dann blinkst du vorne und dann checken die das und dann kannst du fahren. Und dann links weiter. Am Ende gleich rechts. Hier ist ja wieder dasselbe mit dem Fahrradstreifen, oder? Einfach. Mhm. Reintasten, weit links gucken und dann hier eine gute Reise. Wir fahren geradeaus weiter. Spiegel ein bisschen gucken, du kannst links blinken, musst du aber nicht, weil die Straße macht einfach nur eine Kurve. Aber ist nicht verkehrt, wenn du es machst. Gute Idee. Sieht in dem Fall Ampeln aus, ne? Ja. Sollte ich mich trotzdem. Es gelten die Verkehrszeichen. Also einfach weiter mit der Geschwindigkeit. Ganz easy weiterfahren. Du hast jetzt hier Vorfahrt. Herzlichen Glückwunsch. Rechts und links hat Stoppschilder. Das ist halt nicht so schön. Aber. Die Ampeln sind aus und dann ist quasi direkt eine Funktion darunter, die Funktion der Schilder. Halten sich ja auch, glaube ich, nicht alle so wie wir an. Doch, muss. Wenn die das nicht machen, klatschen wir die weg auf der Kreuzung. Also nicht wir jetzt extra, ne? Aber, ja, das wird nicht funktionieren, wenn die das nicht machen, ne? Boah, Waschstraße, 6 Euro. Vor 2 Jahren war es noch 2,45 Euro, ey. Ich glaube, ich habe noch so Waschcoupons. Achso, Entschuldigung. Ja, fahren wir hier raus, alles gut. Ich wollte noch einen weiterfahren und fahren wir hier raus. Hier mal was sagen können. Ehrlich. Dann fahren wir den. Also erstmal natürlich hier will ich dich nicht ablenken. Genau. Und dann fahren wir die nächste Straße gleich links. Nächste Straße. Mhm. Ja. Ja, und dann bleiben wir neben dem schwarzen Polo stehen und parken dahinter. Guck. Ich habe Zeit, ne? Ja. Nur so würde ich so sagen, einfach. Bin sowieso hier. Daraus kann man einen Song machen. So würde ich jetzt stehen bleiben. Ja, wir müssen in der Prüfung eben ein bisschen Platz sparen parken. Das heißt, du musst ein bisschen näher dran in der Prüfung. Ja, so nah kannst du dir vielleicht merken, sodass der Pieper ganz gerade eben angeht. Das reicht. So würde ich parken. Ja, das machst du sehr gut. Ich mache die Tür auf. Stehen wir wie eine Eins. Gut, weiter geht's. Nee, komm, fahr noch 2 Meter zurück. So, in der Prüfung, tu dir selber einen Gefallen bitte und fahr so weit zurück, ne?
Mach da nicht so eine Wenden auf dem Kanaldeckel Nummer draus. Passt doch. Sehr. Ich weiß gar nicht, was ich hab. Plötzlich spürte ich so Zuckungen in meinem Bein. Wenn keiner von vorne kommt, alles gut, ne? Ja. Rechts rüber, ne? Kein Einbahnstraße. Von mir aus erster Gang für die Kurve kannst du dir aussuchen. Mir ist egal, wenn du im zweiten hier locker rumkommst, den bald im zweiten. Ja, jetzt kommt der gleiche Satz wie jedes Mal in der Prüfung, wenn der Prüfer hier lang fährt. Bitte suche dich eine geeignete Stelle zum Umkehren. Und dann sagst du natürlich, ja klar, mach ich das. Und dann suchst du eine Stelle zum Umkehren. Mir ist egal wo. What is the loneliest number? Wo muss dein Fuß sein? Blink mal rechts. Und dann machen wir das. Es gibt eine Prüfungsaufgabe, eine Grundaufgabe, die heißt rückwärts um die Ecke. Ja, ich muss jetzt mit der Kurve. Kriegst du hin, oder? Bestimmt. Das ist nichts anderes als umkehren. Du darfst am Ende nur nicht mehr als einen Meter Abstand zum Bordstein haben. Ich traue dir das zu. Aber bitte auch nicht 5 cm, das wäre auch gut. Ruhig langsam, ne? Ruhig nach hinten gucken auch. Also das hinten. Also du hast ja die Möglichkeit, also wenn du jetzt ein bisschen, wenn du siehst, oh, ich bin da zu nah, dann lenkst du dahin, wo du hin willst. Willst du noch näher dahin? Dann lenkst du dahin. Ich sagen. Echt? Wenn ich so dahin in den Spiegel gucke, dann sehe ich, dass wir schon ziemlich nah dran sind. Ja, mit dem Hintern, also würde ich wieder ein bisschen weglenken. Ja, das ist eine gute Idee. Aber wenn du dann jetzt nach hinten guckst und ein bisschen rückwärts fährst, fällt dir auf. Sieht gut aus, siehst du? Und so kannst du jetzt noch ein bisschen zurückfahren, mit den Rädern gerade wieder. Und schön nach hinten gucken. Passt. Ja, passt voll. Sensationell. Auf einmal links. Oh, riecht ein bisschen wie im Aquarium draußen. Findest du? Mhm. So, Aquarien riechen immer so komisch feucht. Nein, wir noch dasselbe. Gibt's doch gar nicht. Der Zascha. Der Zascha Erdmann. Mal ein bisschen Werbung machen hier für Faschle Erdmann. Rechts vor links hier. Sascha ist ein Netter.